Seine Majestät der Kaiser an das deutsche Volk. Das fünfte Kriegsjahr wird dem deutschen Volke auch weitere Entbehrungen und Prüfungen nicht ersparen. Aber was auch kommen mag, wir wissen, dass das Härteste hinter uns liegt. Guten Tag, Frau Friedrich. Was ist denn das im Wagen? Sie haben es dann doch nicht. Ach, nur ein paar Kartoffeln für den Winter. Weiß man, wie es kommt? Sie gehören doch nicht etwa zu den Leuten, die nicht an den Sieg unserer gerechten Sache glauben. Was schreiben denn Ihre Lieben von der Front? Herr Povenz hat gesagt, wenn es Ihnen gut ginge, dann schrieben Sie gar nicht. So, so. Auch eine Art. Da ist mein Edwin anders. Übrigens, er ist gerade vom Kaiser besichtigt worden. Ach. Ja, ja. Aber nun ist mein Edwin ja leider so anfällig. Und als der Kaiser vorüberkam, ist er ihm glatt vor die Füße gefallen. Das ist aber eine große Ehre für Sie. Tja, denken Sie sich, beinahe wäre seine Majestät über meinen Edwin gestolpert. Hoffentlich hat das nichts zu bedeuten. Ach, Unsinn. Alles verramschen, das schreibt sich so leicht. Nachfrage hat sowieso schon nachgelassen. Nur einen halben Zentner Kartoffeln. Butter und Speck kriegt man nicht mal mehr für einen Hindenburg. Väterchen hat geschrieben. Nein. Keine Sorge, sie leben alle. Und zwar besser als wir. Lies doch mal vor. Liebes Weib. Ich muss dir vertraulich mitteilen. Jetzt haben Sie wieder was angestellt. Hör doch erst mal zu. Na, lies doch weiter. Ich muss dir vertraulich mitteilen, dass der Krieg bald zu Ende ist. Gott sei Dank. Dann wird sich manches ändern. Halte von nun an sowohl rote als auch schwarz-rot-goldene Fähnchen stets frisch auf Lager. Heerführer und Monarchen bitte nicht mehr zu fabrizieren. Höchstens noch einige Hindenburgs. Kaiserbilder schleunigst um jeden Preis abstoßen. Warum machen die denn überhaupt Krieg, wenn sie nicht mal gewinnen? Was kostet der Hindenburg? Also den kann ich nicht unter 1,50 hergeben. Der ist jetzt sehr beliebt. Was meinst du? Nimm ihn doch. Ein bedeutender Mann auf dem Fettico macht immer viel her. Danke. Der Kaiser! Zur Erinnerung an nicht. Der Kaiser in voller Uniform und handkoloriert. Dazu Franz Josef mit einigen kleinen Fehlern. Besonders stark herabgesetzt. Und das zusammen kostet sie nicht drei, nicht zwei, nein, nur eine Mark. Der Sieger von Tannenberg. Wer seine Helden ehrt, der ehrt sich selbst. Bravo, bravo. Bitte mir auch einen Hindenburg. Ist es nicht wundervoll, dass die Kinder des einfachen Volkes auch in Notzeiten unsere großen Männer hochhalten? Jawohl, Frau Kübers. Einige Wochen später ist, wie Baltus Povenz prophezeit hat, der Krieg verloren und die Revolution ausgebrochen. Die Povenz-Soldaten haben sich vom großen Haufen getrennt und kehren vom Feinde unbesiegt, malerisch und räubermäßig anzusehen, braungebrannt und welterfahren in die Heimat zurück. Niemand wusste später, woher die Meldung kam. Aber das bloße Gerücht auf der Küpser Landstraße, nahe schwer bewaffnet die Povenzbande, begleitet von einem Trupp wilder Rebellen, versetzt die Einwohner von Mössel in heftigste Bestürzung. Einige bewältigen aus Furcht vor einer ungewissen Zukunft schleunigst die Vergangenheit. Sie werfen sie in den Mülleimer.
Lilith und Yaruk aber tragen mit viel Fantasie sehr zur Beunruhigung der Bevölkerung bei. Guten Tag, Herr Baumann. Sagen Sie, liebes Kind, bald werden ja auch wohl Ihre tapferen Brüder wieder in unserer Stadt erwartet. Ja, sie sind bereits auf dem Wege. Ja, das hört man. Ich habe es aus amtlicher Quelle. Und meine Angehörigen sollen sich ein kleines, aber fürchterliches Heer gesammelt haben. Damit kommen Sie nach Mösel? Ja, es sollen lauter verwegene Burschen sein. Landstreicher, Deserteure, natürlich auch Diebe. Vielleicht sogar einige Mörder. Einen feinen Umgang hat deine Familie. Mein Väterchen wird schon damit fertig. Außerdem, wir haben ja ein reines Gewissen. Wir werden ja bald sehen, was geschehen wird. Ich möchte das nicht erleben. Auf bald, Herr Baucher. An der Kaiser Wilhelm Arche hängt ein Schild. Luftkurort für Bürgermeister Dattel. Oh, ja, ja, meine Damen. Ein längerer Hals wird vielen gut zu Gesicht stehen. Herr Magistratsrat, Herr Butter. Wenn die hochkommen, dann legt man sich am besten erst mal in die Furche. Fragt sich nur, wer zuerst hochkommt. Lilith, hast du endlich die Stricke? Ja, Kälberstricke. Gerade die richtige Länge und sehr haltbar. Wie viel? Erstmal ein Dutzend. Meinst du, das reicht? Zunächst mal für alle, die wichtig sind. Ich glaube, ich sollte dem Vater entgegenziehen. Grüß Baltus. Dir kann man doch nichts vorwerfen, Immanuel. Alles gut. Ich habe immer nur meine Pflicht getan. Aber jetzt erstmal das Schlimmste überleben. Es kommen noch andere Zeiten. Immanuel! Henriette! Leb wohl, mein guter Mann. Oh. Pass doch auf! Baurat Knipfel sucht, vorzüglich getarnt, das Weite, während Magistratsrat Gockelei den Schutz der Dunkelheit vorzieht. Mit einer Schrotflinte bewaffnet ist er zu äußerstem Widerstand entschlossen. Lass die Fensterläden zu. Diese Dunkelheit, wie hältst du das nur aus? Über unser ganzes Volk ist Dunkelheit hereingebrochen. Vielleicht tun sie uns sogar was an. Aber bitte, beherrsch dich. Seit 14 Tagen habe ich mir die Nägel nicht geschnitten. Damit zerkratze ich ihnen das Gesicht. Wir können auch heißes Wasser machen und auf die Bande hinunterschütten. Und hier habe ich Pfeffer. Den schmeiß ich ihnen in die Augen. Wenn es um meine Unschuld geht, nehme ich sein Ziel sein. Was ist? Wollt ihr alle mitmachen? Ja! Hier, hier, da verteil mal. Da. Los, hier, Kinder. Jetzt hau die Bonbons raus. Kinder, Süßigkeiten. Da! Wo? Der Einzug der Povenz-Bande erfolgt erst am späten Nachmittag und ist wie alles, was diese eigenartige Familie unternimmt, hervorragend organisiert. Guten Tag, Herr
ich kann diese Flennerei nicht ausstehen. Meine Gazelle. Und mein Bruder Melchior. Naja, ich muss mich doch wenigstens verabschieden. Verabschieden? Ich denke, du wirst uns begrüßen. Nein, ich wandere aus. Ich gehe nach Amerika. Oh, der Einfall ehrt dich. Wie alle Provenzer hast du einen Sinn für Realitäten. Kaspar! Das Ganze! Deiner Heimat! Die treuesten deiner Söhne sind nach blutigem Ringen gegen eine feindliche Übermacht wieder in die alten Stadtmauern eingekehrt. In die alten Stadtmauern, die nach wie vor mit Blumen geschmückt sind, als ob es nie einen Krieg gegeben hätte. Aber wo bleibt die verdammte Obrigkeit? Bürgermeister Dattel, Magistratsrat Gockelei, Baurat Knüpfel oder wie sie alle heißen, diese Schleicher. Nicht einer hält es für seine Pflicht, Deutschlands Heldensöhne gebührend zu empfangen. Aufhängen! Also um Blut vergießen. Naja, eine Blut vergießen zu vermeiden, werde ich den Aufrührern die Schlüssel der Stadt überreichen bzw. aushändigen. Ein tapferer Entschluss, Herr Bürgermeister, ja, mit dem Sie in die Geschichte der Stadt Mössel eingehen werden. Niemand wird uns Provenzen nachsagen können, dass wir den Krieg verloren haben. Ja. Denn wir haben uns immer aus allen herausgehalten, um ohne Schaden an Leib und Leben unser Familienreich bauen zu können. Indem ich als Herr im eigenen Haus und Vater eines großen zukünftigen Volkes regieren werde. Ja. Regieren werde mit dir, mein geliebtes Weib, dem getreulich ausharrenden Schoß unserer Familie. Doch. Ich denke mir, für uns werden sie die Bogenlampen herunterlassen und uns emporhissen. Ach, in euch ist auch kein sittlicher Ernst. Die Elise von nebenan hat gesagt, es werden schon 10 Tote. Da habt ihr's. Vielleicht hängen wir alle morgen früh schon an den Laternen. Und den Bürgermeister, den wollten sie standrechtlich erschießen. Was habe ich gesagt? Das ist die Barrikade. Das ist der blutige Bürgerkrieg. Plünderung, Totschlag. Und Vergewaltigung, Kneffrau. Ja, auch das. Man muss auf alles gefasst sein. Gott mit uns. Doch als die Bürger einen Blick in den neuen Tag riskieren, ist die Revolution in Mössel schon vorbei. Und es stellt sich heraus, dass alles ganz harmlos gewesen ist. Die Aufrührer liegen in den Betten und schlafen ihren Rausch aus, während vor dem Rathaus die städtische Straßenreinigung mit Sorgfalt und Fachkenntnis zusammenkehrt, was die Provenzen nebst Kalb und Ziege hinterlassen haben.
Es ist ja noch einmal gut gegangen, gne Frau, mit dieser Revolution. Ach, Fanny, allein zu denken, es wäre die Rebellion, das war schon schlimm genug. Ähnlich gesehen hat es ja den Unholden auf jeden Fall. Nicht wahr, mein... Tja, Frau Quibus mag die Povenze nun einmal nicht. Und Baurat Knipfel gelingt es ebenso ungesehen, nach Mössel zurückzukehren, wie er sich davon gemacht hatte, so dass er sich beim Dämmershop mit der Honoration wieder aufs hohe Ross setzen kann. Ja, meine Herren, wir dürfen wohl mit Recht behaupten, dass wir nur immer unsere Pflicht getan haben. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass wir endlich daran gehen, in unserer leidgeprüften Heimat wieder Ruhe und Ordnung herzustellen. Und im Unglück nun erst recht. Prost. Meine Herren, Sie sprechen mir vollkommen aus dem Herzen. Ich habe meine edlen Söhne auch schon ermahnt, das Wohl des Gemeinwesens der gleichen Weise ins Auge zu fassen, wie es Ihr Vater auch immer getan hat. Ich möchte wissen, was Sie wohl für das Gemeinwesen getan haben. Man wirkt in der Stille, Herr Baurat. Bist du bescheiden, Balthus? Wir haben 4 Jahre lang an der Front unseren Kopf hingehalten. Und die Heimat ist uns mit einem Dolchstoß in den Rücken gefallen. Wie bitte? Herr Wirt. Was steht zu Dienst, Herr Baurat? Der vortreffliche Höllen sagt natürlich, was denn sonst? Ja, nun werde ich also mit meiner Familie in dem geliebten Mössel ans Werk gehen. Gott bewahre uns! Ja, wir werden hier unser Haus bauen. Aber nicht ohne Baugenehmigung, Herr Provenz. Auch eine nationale Minderheit verlangt ihr Recht, Herr Baurat. Erstmal genau ausmachen, wo der Feind sitzt. Dann die gegnerische Front unter Vermeidung eigener Verluste aufrollen. Und wenn die Herrschaften nicht hochkommen, dann ein paar Handgranaten unter die Ärmel. Und schon ist auf die Beine. Jetzt reicht's aber! Ja, aber sofort! Meine Söhne haben doch nur einen Scherz gemacht. Ihre Scherze, nicht fallen mir! Ich gehe! Herr Adam, der Höllensack zum Klavier! Jawohl, Herr Provenz. Höchste Zeit zu rechtfertigen. Provenzbande! Endlich abschieben, Herr Bürgermeister! Vielleicht sollte man ihn, ich möchte sagen, den Wind aus den Dings da, aus den Segeln nehmen. Ich meine, wenn diese Leute erst einmal wissen, wo sie hingehören, dann... Aha, also doch eine Baugenehmigung. Naja, ich denke da an eine Baukredit von der Mössler Vereinsbank. Ich meine, seine Gäste und wir würden unsere Ruhe haben. Ein Kredit für diese Bande? Da hören Sie sich das doch mal an. Schmiert die Guillotine mit Tyrannenfett, reißt die Konkubine aus des Fürsten Bett. Herr Bürgermeister, wenn Sie sich bei diesen vaterlandslosen Gesellen, die bis vor kurzem erst unsere ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt haben, anbiedern wollen, dann aber ohne mich. Guten Nacht. Gute Nacht. Herr Magistratscher, möchte meinen, der Baurat liegt falsch. Oder besser gesagt, wird. Für Politik habe ich keine Zeit. Mit deiner verdammten Vielweiberei, da solltest du mal zum Arzt gehen. Was soll in der Familie liegen, Väterchen? Es gehört sich nicht, den Vater zu unterbrechen, wenn er sich Gedanken über die Zerrissenheit des Volkes macht. Wir haben jetzt schon 13 Parteien. Wir proben, sie wären genug für eine 14. Ja, kann man in Erwägung ziehen, mein Sohn. Andere haben auch unter einem Dutzend angefangen. Aber ich habe eine großartige Idee. Wir sind doch so viele Leute, wir könnten doch in jeder Partei vertreten sein. Was sollen wir denn da? Na, ich habe meine Nase im Wind. Es kann doch sein, dass wir überall Beziehungen brauchen. Unsere Revolution hat uns sowieso nicht weitergebracht. Und darum werde ich euch jetzt austrudeln. Olli Würfel. Zuerst für Fabian. Der schläft. Nein. Wo sieh mal nach in der Liste, meine Kanzelle. Eine 9, das sind die Völkischen. Das passt wie die Kuh in Eimer. Hey, Fabian, du musst in die Völkische Freiheitspartei. Deutschland, erwache! Ach so, wie spät ist es denn? Wohl dem,
dir später sagen, deine hätte alles verschlagen. Der nächste Wurf ist für... Für dich! Nein, nein. Einer muss über den Parteien stehen, wie der Kaiser. Und da der nun nicht mehr da ist, dann mache ich das. Ja. Für meinen Heinrich. Ach, bitte für mich eine Partei, die nur das Gute will. Ja, das wollen Sie alle, mein Sanfter. Eine Fünf! Fünf ist... Oh, unser sanfter Heinrich wird... Kommunist? Nein. Doch die Furcht, dass die heimgekehrte Povenzbande doch noch Spartakusgelüste zeigt, bleibt in Mössel allgemein. Auch wenn sie harmlos und vergnügt durch die Straßen ziehen, läuft ihnen diese Furcht voraus. Povenzbande kommt! Die Povenze wollen in die Bank! Ruft die Polizei! Schalter runter! Kassen weg! Die Kassette! Wohin mit der Kassette? Kurt, schließ die Bank ab! Was soll das denn? Ist doch noch Geschäftszeit. Ich weiche nur der Gewalt. Das ist ja nett von Ihnen. Dann weichen Sie mal. Was für Aufregung, meine Herrschaft. Ich denke, wir sind hier, um eine Mitteilung vom Magistratsrat Gockelei anzunehmen. Wo ist er denn? Ach, Sie wollen zum Herrn Magistratsrat? Ja, ganz recht. Herr Magistrat, Herr Povenz ist da. Ja, danke. Ah, da sind Sie ja, mein lieber Povenz. Herr Povenz. Würde ich Sie bitten, da vielleicht dort drüben, ja? Und die Herren Söhne... Kommen natürlich mit. Komm mit, naja. Moment, bitte. Moment. Danke. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Povenz. Sie haben mich rufen lassen. Ich fürchte, das bedeutet nichts Gutes, Herr Magistratsrat. Sie irren, Herr Povenz, Sie irren. Ich möchte, das heißt, ich habe den Auftrag als Vorstandsmitglied der Mössler Vereinsbank... Wo kommen Sie zur Sache, Herr Magistratsrat? 10.000 Mark, Herr Povenz. Bitte, Herr Direktor. Wenn Sie davon Gebrauch machen. 10.000 Mark? Nein, Baukredit, um Ihren Bauwillen auch behördlicherseits zu unterstützen. Baukredit? Der Mössler Vereinsbank? Also... Das ist ja nicht so falsch. Herr Meister, wir sind nicht zu bestechen. Seine Freiheit ist doch ein Onkel! Na, deutsche Männer! Ruhig. Ich verstehe, wenn Sie eine kleine Summe dran wenden, um unser Wohlwollen zu erlangen. Und nun, Kinder, was wir gesät haben, Anstand, vorbildliches Verhalten, uneigennütziger Dienst für unsere geliebte Stadt, das alles fällt jetzt als ehrlich verdiente Anerkennung auf uns zurück. Herr Magistratsrat, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich bei Ihnen bedanken soll. Bedanken? Haben doch ein paar auf die Schnauze, Baltus. Wenn das der Erfolg meiner Mission ist! Der Überschwang eines begeisterten jungen Menschen schwamm rüber, Herr Magistratsrat. Sie können auch in Zukunft mit uns rechnen. Wirklich 10.000 Mark geschenkt. Geliehen. Nur geliehen, aber immerhin. Wir müssen ja ganz schön Angst vor uns haben. Okay. Können wir damit anfangen zu bauen? Ach, mit diesen lumpigen 10.000 Mark? Nein. Daraus werden wir erstmal wertbeständige Dollars machen. Ja. Ich traue den Zeiten nicht. Thank you.
willst doch nicht. Herr Bovens, doch nicht am neuen Rock. Ja, der Teufel, das kann ich mir doch nicht leisten. Ich weiß gar nicht, was die Leute klagen. Uns armen Menschen geht's doch gut. Inzwischen ist die Inflation hereingebrochen und viele werden dabei arm. Balthus aber ist es zum ersten Mal in seinem Leben gelungen, schuldenfrei zu sein. Sogar im Weinhaus Adam. Er besitzt durch kluge Anlage des Baukredits ein Kapital in Schweizer Franken und in Dollars, das er während der Markentwertung durch geschickte Transaktionen sehr vermehrt hat. Sag mal, kannst du eigentlich immer nur solche Weiber malen? Solche Weiber gehen weg wie warme Semmeln. Diesen Hack kriegt Sägewerksbesitzer Klößlein fürs Schlafzimmer. Was kriegst du denn dafür? Bretter. Bretter für unser Haus. Herrlich, herrlich. Ach, Fabian, hol doch mal die Karte, da liegt sie. Was ich beinahe vergessen hätte, dein Bruder Melchior hat geschrieben. Er verlauste Landstreicher. Mhm. Und wenn du mir eine Kleinigkeit zukommen lässt, dann kehre ich gern nach Deutschland zurück. Der soll bleiben, wo er ist. Wo ist er denn jetzt überhaupt? New Escher in Kalifornien. Lincoln Street 24. Der Tippelbruder hat eine feste Adresse. Moment mal. Der hat eine feste Adresse. In Amerika. Kinder, wir haben einen Erbonkel in Amerika. Was? Bei Onkel Melchior gibt's doch nichts zu erben. Ach, du kluger Knabe, wer weiß das denn schon? In Mössel. Wie war die Adresse? Hol mal Briefpapier. Feder und Tinte. Ich werde eurem Onkel Melchior, dem fleißigen Pflanzer der schwarzen, gelben, weißen Provinz in fernen Landen, schreiben. Was machst du denn da? Neues Bett. Ich hab noch so viel Rot übrig. Ach so, bei euch habe ich oft genug Rot gesehen. Von nun steht uns Schwarz gut an. In Zukunft Schwarz. Farbe der Trauer. Trauer? Ja. Trauer. Wo bleibt das Briefpapier? Komm mal. Ich werde ihm schreiben. Lieber Melchior. Nein, mein lieber Melchior. Wer soll denn das bezahlen? Kaum hat man das Geld bekommen, schon ist es nichts mehr wert. Das wird noch schlimmer, Frau Quibus. Nur wer Schulden machen kann, der ist jetzt gut dran. Väterchen, sollen wir Sabine Mirabellen mitnehmen? Was kosten denn die Mirabellen, Herr Bussinger? 10.000 Mark. Wir wollen auf solche Genüsse verzichten und lieber unsere Dankeschuld an die Stadt Mössel abtragen. Kommt. Ja, Väterchen. Ein Trauerfall in der Familie? Noch nicht. Noch nicht. Wir tragen nur schon Trauer. Aha. Herr Povens, meine Anteilnahme. Bestelle dein Haus, solange es noch Zeit ist. Mein Gewissen treibt mich, dem mir gütigst gewährten Bau Kredit schon heute zurückzuzahlen. Ach, Herr Povens, was sind denn heute noch 10.000 Mark? Eben. Tragen Sie vielleicht deshalb Trauer? Wir erwarten das Hinscheiden meines lieben, aber vermögenden Bruders in Amerika. Amerika? Oder haben Sie wohl eine größere Erbschaft zu erwarten? Ja, wie es uns das Schicksal auferlegt, so wollen wir es tragen. Ihre Quittung bitte, Herr Provenz. Ich empfehle mich. Yeah.
sollst nicht so einen Krach machen. Ich hab ihn ja umgestrichen. Ja, der Wagen ist wieder wie neu. Dann wird die Väterchen aber freuen. Der Wagen wird ihm besonders gut stehen, wenn er vom Wein selber rot angelaufen ist. Das ist er ja meistens. Nicht immer. Was? Weiter. Sag mal, bei euch ist wohl der Knopf ab. Was? So? Ganz Mössel weiß, dass ich mich einer vornehmen Zurückhaltung befleißige. Da soll ich mit dem Ungetüm hier durch die Stadt fahren? Was sollen die Leute sagen? Sollen sie sagen, da kommt der rote Powenz? Na und? Wer die feine Lebensart beherrscht, der trägt seine Gesinnung in der Brieftasche und nicht auf dem Kotflügel. Herr Powenz, Herr Lemmler hat ja eine Bestellung zu machen. Polizei, was habe ich denn mit der Polizei zu tun? Herr Powenz, Sie müssen sofort zu Herrn Bürgermeister kommen. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich jemals in meinem Leben etwas müssen musste. Der Herr Bürgermeister hat Ihnen eine wichtige Eröffnung zu machen. Ja, das hört sich schon viel besser an. Das Stadtoberhaupt von Mössel macht heute dem Tonkünstler und Automobilbesitzer Baltus Powenz eine wichtige Eröffnung. Vielleicht sollst du ins Gefängnis. Nein, deine Vermutungen sind meiner nicht wirklich. Wenn man nach mir fragt, ich bin zu einem Empfang bei Herrn Bürgermeister Dattel. Wollen Sie bitte einsteigen? Fabian! Nein, nicht mehr streichen! Fahren! Weißt du, wo ich das erste Auto gesehen habe? Nein. In Berlin, als ich bei Tante Pauline zu Besuch war. Und weißt du, wer darin saß? Der Kaiser. Woher weißt du das? Bei dir war es immer der Kaiser. Aber jetzt ist es der Powenz. Herein! Platz. Nach Belieben. Herr Powenz, ich habe mir das nicht nehmen lassen wollen. Ich wollte Ihnen, besser ausgedrückt, persönlich, kurzum, eine Handteilnahme. Danke, Herr Bürgermeister. Ich fürchte, es handelt sich um diese... Ja, meine männliche Person... Melchior Powenz, amerikanischer Staatsbürger. Bruder Melchior. Ja. Also doch. Wir hatten ihn ganz aus den Augen verloren, aber er hat uns doch nicht vergessen. Er hat das Zeitliche gesegnet. Ist natürlich eine betrübliche Mitteilung. Andererseits, quasi quasi, auch wiederum eine sehr erquickliche Mitteilung, weil der liebe Verstorbene sein gesamtes Vermögen vorbehaltlos seinen lieben Verwandten in Mössel vermacht hat, sofern sie noch am Leben sind, gegeben zu Eastcheap in Kalifornien, amtlich gestempelt. Der gute Melchior. Meine Gratulation. Also Geld macht reich, aber nicht glücklich, Herr Bürgermeister. Ich bleibe der stille, bescheidene Bürger, wie ich immer gewesen bin. Zwar hat Baltus vom Bürgermeister nur einen Vorbescheid erhalten. Auch die Höhe der vermutlich märchenhaften Summe ist noch nicht bekannt. Und niemand in Mössel weiß, dass New Eastcheap in Wahrheit ein kleines Goldsuchernest ist, aus Wellblech und Konservenbüchsen gebaut, dessen höchst zweifelhafter Amtsvorsteher dem Onkel Melchior aus Freundschaft einen kleinen amtlichen Gefallen getan hat. Sünde ist es, im guten kleinen Kartoffeln schälen. Ah, siehst du, die reichen Leute haben auch ihre Sorgen. Wir sind ja noch gar nicht reich. Möchte überhaupt wissen, wo Herr Melchior das viele Geld hat? Das weiß er selber nicht. Hauptsache, er hat meinen Brief bekommen. Au! Bist du verrückt? Was ist los? Hier! Jadow spielt falsch! Hundsfott!
Wir sind jetzt feine Leute und die spielen höchstens falsch, wenn es keiner merkt. Verdammte Schlepperei. Das nächste Mal geht ihr einen holen. Du siehst doch, dass wir keine Zeit haben. Was bringst du denn da? 30 frische Eier, 3 Pfund Landbutter, eine Mettwurst, Stück Schinken und eine Gans. Weintrauben hat er mir geschenkt. Ich möchte sagen, ein bescheidenes, aber ausreichendes Abendessen, wenn ich dazu ein Gläschen französischen Rotsprung trinke. Wovon hast du das bezahlt? Herr Bussinger wollte kein Geld. Und was hat er von dir gewollt? Deine Mutter schlägt ihre Kinder nicht, das besorgt der liebende Vater. Herr Bussinger hat gesagt, er schreibt alles an. Wir brauchen erst bezahlen, wenn wir die Dollars haben. Hat er sich doch schon rumgesprochen. Da sieht man es, mit wie wenig Geld die reichen Leute auskommen. Also kein Wunder, dass sie immer reicher werden, wenn sie überall anschreiben lassen können. Aber wir sind doch noch gar nicht reich. Gold und Silber hab ich gern, könnt's auch gut gebrauchen. Hätte ich nur ein ganzes Meer, mich hineinzutauchen. Moment, ich glaube, wir müssen Herrn Bussinger danken und allen anderen Messler-Geschäftsleuten, bei denen wir in Zukunft hoffentlich anschreiben lassen können. In Zukunft anschreiben lassen können, Herr Proberts? Meine Herren, wenn Sie die Anzeige nicht gelesen haben, ich will sie Ihnen gerne vorlesen. Für die zahlreichen Freundschaftsbeweise, die mir aus Anlass eines kleinen Vermögenszuwachses zuteil geworden sind, danke ich herzlich. Außerstande die zu Hunderten eingelaufenen Bittgesuche, Bittgesuche erfüllen zu können, sehe ich mich gezwungen, öffentlich mitzuteilen, dass ich zunächst meiner neuen Heimat gegenüber dringendere Verpflichtungen habe. Gezeichnet Baldus Povers. Neue Heimat? Da haben wir's. Der geht nach Amerika. Aber da wandert doch ein Vermögen aus. Ja, meine Herren, Sie reden alle von einem Vermögen, aber damit wird es Gott gebe es nicht lange dauern. Diese Leute verstehen ja doch nicht mit Geld umzugehen. Und wenn die Provenzbande ihr Geld zum Fenster hinauswirft, Herr Baurat, aber dann sollt ihr es wenigstens hier in Möffel tun. Die Kaufkraft des Publikums ist der goldene Boden unseres Gemeinwesens. Sehr richtig. Aber durch die Unduldsamkeit der städtischen Behörden wird die Kapitalabwanderung direkt begünstigt. Ich bitte Sie. Das weiß ich ja. Ich meine, lehn ich zurück. Ich meine, ab. Das ist doch unerhört. Also ich muss schon sagen, als Beamter der in teurer Pflichterfüllung seiner Pensionierung... Und Sie und Herr Knipfel sind auf dem besten Wege, Messen zugrunde zu richten. Herr Bürgermeister, das muss ich mir doch wohl nicht mit anhören. Das ist leider Frechheit. Lieber daran erinnern, wie sehr Sie die Familie Povenz durch die Ablehnung des Baugesuches gekränkt haben. Na, Tröstlein. Tröstlein, natürlich. Ich glaube doch. Wir sollten dem Herrn Povenz ein wenig entgegenkommen. Ich meine, Sie sind doch Möbelfabrikant, ne? Du hast mich komisch angeguckt. Schau doch ab! Doch! Angeguckt, weil ich gibt's gar nichts zu gucken. Kasper, hör doch auf! Sabine, es dürfte genügen, wenn du mich erst um 11 Uhr bei der Adler abholen lässt. Schickt sich den kleinen wohlhabenden Herrn, mein Wein zu schauen. Ja, Herr Probe. Was? Was? Was ist denn das? Ist das für uns? Ach. Wenn's kombiniert, Herr Povenz, die neuen Möbel. Neue Möbel? Das ist dein Einfall, Baltus? Das ist aber ein dummer Einfall. Der nimmt doch bloß Platz weg. Ach Gott, wie viele Bäume mussten dafür sterben? Mit meinem Arsch auf sowas Feines, wie kommt er sich denn vor? Der wohlhabende Mann würde wohl erlaubt sein, sich anständig zu möblieren. Nicht wahr? Ich würde sagen, diese Stühle passen vorzüglich in diese Einrichtung. Ja, wie der Arsch in die Hose. Die werten Söhne sind sehr lustig, Herr Provenz. Na, kein Wunder, wenn man eine gesicherte Zukunft vor sich hat. Stellt mal auf, die Sessel. Die Rechnung. Also schon jetzt? Sabine, sieh mal nach. Nichts für ungut. Sie können das natürlich genauso gut später. Ich bin sehr einverstanden, das zu können, Herr Tröstlein. Besten Dank, Herr Provenz, besten Dank. Herr Provenz!
Der Herr Bürgermeister gibt uns die Ehre. Oh, da darf ich mich wohl zurückziehen. Geben Sie den Träger ein gutes Trinkgeld. Wie? Selbstverständlich. Oh, Herr Bürgermeister. Guten Abend, Herr Povens. Wir kommen sozusagen dienstlich. Aber wollt ihr da sitzen bleiben? Oder? Ich bin quasi amtlich. Eine ganze Deputation. Aus besonderem Anlass. Wir haben da aber schlechte Erfahrungen, Herr Bürgermeister. Oder betrifft es meinen lieben Bruder? Haben Sie eine Nachricht? Ich bin auf alles gefasst. Nichts dergleichen, mein lieber Provinz. Ich habe die Aufgabe, nein, mehr noch, ich habe die Verpflichtung übernommen. Und zwar im Auftrage der Bevölkerung von ganz Mössel, Sie zu bitten, das heißt also quasi Ihnen nahezulegen, Ihren Aufenthalt und Ihren Wohnsitz in der Stadt Mössel zu belassen. Wir wollen darüber nicht lachen, meine Kinder. Die Herren haben sicher noch etwas in der Hinterhand. Sie sagen es, Herr Provinz. Sie sind auch dafür, dass wir hier bleiben, wie? Herr Magistratsrat. Und was sagt der Baurat? Knipfel. Wo ist leider wurde damals durch einen behördlichen Irrtum, oder besser gesagt, durch ein unliebsames Versehen Ihr Baugesuch abschlägig beschieden. Ach, das war ein Versehen. Na, Herr Bürgermeister, dann ist ja alles geklärt. Na, das macht die Brujo ja wieder klar. Dann kriegt er das Kind seine Flasche. Die Baugenehmigung. Baugenehmigung. Jetzt, die Schleicher meinen, ich hätte Geld. Jetzt kommt sie mit der Baugenehmigung. Das Geschenk. Moment! Das hier ist ein Geschenk der Stadt. Was? Quasi eine Wiedergutmachung. Ein Grundstück, ein Bauplatz, damit Sie sich als rechter Bürger unserer Stadt fühlen. Neben der Quibus. Meine Herren. Gestatten Sie einem einfachen, schlichten Bürger. Gläser, nun mach mal was auf. Ein Rotsporn, Mitbringsel aus Frankreich. Haltus, der ärmste Sohn hier. Sie und Arm, Herr Povens. Das nehmen wir Ihnen nicht. Ja, Haltus Povens erlaubt sich in tiefer Dankbarkeit, die Herren zu einem Umtrunk einzuladen. Das ist auch ein Grund, Musik zu machen, meine Kinder. Ich würde das ablehnen. Ja? Beziehungsweise, da kann man ja gar nicht Nein sagen. So. Söhne, Sie sind trunken wie die Tümpelkröte. Sehen Sie, Herr Wachtmeister, und es geht schon seit 2 Stunden. Da müssen Sie einschreiten, Herr Lemmle. Darf ich den Herrn leuchten? So, nun machen wir Platz, Lili. Komm. Herr Pummels, das ist hohe, schöne Lärm und nicht gestattet. Nein, Herr Lemmle, das ist eine Amtshandlung des Bürgermeisters. Ist eine schöne Welt. Herr Bürgermeister, Ruhe suchen Sie. Ist genehmigt, Lemmle, oder besser ausgedrückt, ausdrücklich bewilligt. Erwilligung. Die Garderobe, der Herr. Na, das war's. Gatten von Kent. Ah, ja. Bürgermeister. Herrlich. Gern, Herr Povens. Ein idyllisches Fleckchen Erde nennt der bekannte Heimatkundler Theobald Knust in seiner tiefschürfenden Beschreibung dieses Flussufer zwischen Mössel und Küps. Baltus Povens hat den geschenkten Bauplatz neben Frau Quibus gegen dieses märchenhafte Gebiet, das erst kürzlich von Mössel an Küps verkauft wurde, eingehandelt. Der Platz liegt also der Stadt Mössel genau vor der Nase, ist aber, was die Gemeindesteuer betrifft, nicht mehr dazugehörig. Hier gedenkt Baltus Povens endlich Wurzeln zu schlagen. Halt, Moment! Lass mich noch mal sehen.
Hör, komm, hör. Neubau des Einfamilienhauses der Familie Povenz. Bau beginnt demnächst. Entwurf, Bauausführung, Bauleitung, Baltus Povenz. Mein Traum. Ein unabhängiges Reich, in dem ich als Herrscher allein regieren werde. Nun los, komm. Herr Povenz! Du sollst sofort aufs Rathaus kommen, wegen der Erbschaft. Erbschaft? Habt ihr das gehört, Jungs? Das klingt gut. Was habt ihr denn? Sabine, setz dich hin. Und sei ruhig. Worüber lachst du denn? Auf unseren guten Melchior, dem verdammten Herumtreiber, ist tatsächlich Verlass. Aber dein Bruder ist doch tot. Ja, ja, liebes dummes Weib, wie schwer hättest du es in der Welt, wenn du alles verstehen würdest. Was? Herr Bürgermeister, Bürgermeister, wenn dieses Grundstück bei der nächsten Kommunalwahl an die große Glocke kommt, ne? Diese Schenkung ist doch quasi im Interesse des hiesigen Einzelhandels mit Zustimmung des gesamten Stadtrates erfolgt. Hm? Aber dieser Povenz baut doch nur mehr ein Küps. Er baut überhaupt nicht mehr. Wie? Herein! Was soll denn das? Wo wollen Sie denn hin, wenn dieses unbefugte Eindringen vielleicht eine Demonstration sein sollte? Herr Bürgermeister, Sie haben mich kommen lassen wegen der Erbschaft. Und Sie werden verstehen, dass ich eine kleine Abordnung all derer, die ich in meinem Leben geliebt und gezeugt habe, am Wendepunkt meines Daseins dabei haben möchte. Was ist jetzt ein Grund zum Weinen? Nein, Herr Pove, aber Weinen ist doch so ein schönes Gefühl. Na schön. Herr Provinz, in Gegenwart des rechtskundigen Magistratsrats Gockelein gebe ich Ihnen hiermit bekannt, beziehungsweise eröffne ich die letztwillige Verfügung Ihres verstorbenen Bruders Melchior, wie ich Ihnen schon gesagt habe, der Sie zum Universalerben eingewählt hat. Darf ich jetzt weinen, Herr Provinz? Heul, Rotz und Wasser! Diesen Tag werden wir unseren Melchior nicht vergessen, wa? Also ich bitte um Ruhe. Jetzt hören Sie sich erst mal weiter an, was jetzt noch kommt. Ich erreiche da nämlich eine Nachricht. Es handelt sich bei dieser Erbschaft um 1,5 Millionen Dollar. Schulden. Tja, die Povenz-Bande spielt wieder einmal Theater. Denn was für ein Vermögen hätte ein Landstreicher schon vererben können? Mein lieber Mann... Wo ist dein lieber Mann, wenn ich fragen darf? Bitte, bitte, bitte. Herr Povenz. Ich meine, Sie können diese Erbschaft ja auch ausschlagen, ne? Baltus? Und Baltus hätte sicherlich weiter Theater gespielt, wenn Fabian ihn nicht an seinen eigenen Plan erinnert hätte. Was sollten wir wohl anfangen, wenn wir unseren klugen Faden nicht hätten? Das hatte ich mal vergessen. Also wollen Sie jetzt endlich mal Ihrem Bürgermeister antworten? Ja, nehmen Sie diese Erbschaft an, ja oder nein? Tu's nicht, Herr Provinz. Psst. Herr Bürgermeister, unter obliegenden Umständen bleibt mir gar keine andere Wahl, diese Erbschaft anzunehmen. Ach, ich glaube, ich höre nicht recht. Seien Sie doch vernünftig. Wir meinen es doch gut mit Ihnen, Povenz! Dattel! Kurzum, ich nehme an. Ist denn dieser Mann noch bei Sinnen? Ganz recht, als Dank für diese Schulden sollten wir unserem guten Melchior gelegentlich eine Unterstützung zukommen lassen. Hä? Ja, ja, offiziell ist er verschieden. Nach Mösel kommt er nicht mehr zurück. Ja, willst du damit sagen, dass die ganze Erbschaft mit Melchior nur ein Schwindel war? Psst. Nicht so laut. Ich will damit nur sagen, dass unser guter Melchior unmöglich uns 1,5 Millionen Dollar vererben kann. Wohl aber 1,5 Millionen Schulden, die keiner einklagen kann. Ich müsste mich sehr täuschen, wenn das unserem Ansehen in Mösel nicht zugute käme. Sehr
Wie gewünscht hat sich die Kunde, dass Balthus Povens mehr Schulden auf dem Buckel haben soll, als alle Mössler zusammen wie ein Lauffeuer verbreitet. Nichtsdestoweniger zahlt Povens gelegentlich. Sehr. Ja, wie Sie wünschen, Herr Povens, aber was da noch auf dem Konto steht, eine beträchtliche Summe, Herr Povens. Was, ich weiß. Ich denke, kommt Zeit, kommt Rat. Sie werden Ihr Möglichstes tun. Wir sehen mit Zuversicht in die Zukunft. Tun Sie es auch. Ich werde mir Mühe geben und Empfehlung an die lieben Kinder. Ja? Da, danke schön. Danke. Danke, Herr Busse. Wiedersehen. Sieh mal, Sabine, wer da kommt. Wer denn? Tröstlein mit Frau und Zwillinge. Mein Gott, jetzt will der das Geld für die neuen Stühle. Meinst du? Alles wohl auf, Herr Povens? Wir wollen nicht klagen, Herr Tröstlein. Ja. Das will ich meinen. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, auf keinen Fall Konkurs anmelden. Ach, das wäre das Letzte, was ich täte. Ja, ganz recht. Es wäre nicht gut für Sie und für den hiesigen Einzelhandel. Mein Gott, seid ihr groß geworden. Tja, nicht wahr? Das wächst und wächst. Empfehle mich. Sie uns auch. Ja. Ja, was sagst du? Wie Balthus schlau vorausgesehen hatte, behandelt man in Mössel die Povenze mit jener zartfühlenden Zuvorkommenheit, die mitunter großen Schuldnern eher zuteil wird als zahlungskräftigen Geschäftsfreunden. Es gibt niemanden in Mössel, der Balthus Povenz nicht alles Gute wünscht oder ihm die Hand schütteln möchte. Die Povenze sind angesehene Leute geworden.